Oh, Gangverkehr. Immer geradeaus. Oh, so gut in Fahrt gewesen, scheiß Kreisverkehr. Am Kreisverkehr kannst du mit der Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Manche sind echt zu blöd mit so einem kleinen Trailer hier. Da eckt er an der Ampel an und der Trailer schleudert um eine Kurve. Immer geradeaus und dann links. Das ist der Wintermord. Hm? Das ist der Wintermord. Na genau. Biege nach links ab. Fahr weiter und dann ist gut. Bring deine Fuhre weg. Bevor du da noch 10 Stunden rumgeisterst. Immer. Wo bist du, Ghost? Ich habe gesagt, Vorsicht. Oh, jetzt ist rot. Also nach der Tour Schicht. Ja. Frechheit. Ich kann nämlich eh schon die ganze Zeit hier oben zu. Oh je. Vorsicht. Bin ja auch schon seit dem 6. da runter. Okay. Und bin erst um 4 eingeschlafen. Na, ich den mal hoch, bitte, dass ich nur noch die Leute feiern. Mal schauen. Oh, rote Ampel. Also, Tag der roten Welle, ja. Fahr ein bisschen langsamer, dass ihr wieder rankommt. Wir gehen nach links ab. Irgendwie hat mein Navi jetzt gar nichts gesagt. Geradeaus. Geht einer.
Ben ist bestimmt beleidigt. Wer? Wer? Ben? Ben? Hm. Der war gestern traurig, weil wir ihn alle allein gelassen haben. Jetzt wird's Bett sind. Naja, aber hier ein bisschen zocken, hätte ich aber auch keine Lust, bin ich ganz ehrlich. Immer geradeaus. Das ist also gleich geschafft. Wir können so langsam wieder beschleunigen. Jetzt leck mich mit deinen 50, ich bin gerade auf 70 gekommen, jetzt knall ich hier durch. Immer geradeaus. Die Geschwindigkeitsbegrenzung. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ach, ist das eine schöne Strecke hier gerade. Danke. Mambo Number 5. Ja, gerade. Lubega. Oh, hier waren ein paar Streichhölzer. Und ein Raser von vorne. Die werden immer schwerer. Aber wenn die zu schwer sind, dann brechen die Streichhölzer durch. Nein! Geh weg! Der will mich abschießen. Ich hab. Das steht verspätet. So, guck mal, was denn rot ist. Alles wird hier abgezogen. Ich werde verfolgt. Das ist eine gute Idee, hier mit 90 lang zu heizen. Oder tun wir wieder runter hier. Weil die fahren doch bestimmt auch schneller als 80 da vorne. Ich fahre 80, auch durch die Dörfer hier, wo 50 ist.
Ich war 76, die 74. Ich fahr schon nicht schneller wie 80. Da kommt eine Limo. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Kommst du bei uns, Lapp hier? Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Die Linkseiten. Oh mein Navi, ich kann wieder reden. Achten Sie auf die Geschwindigkeit. Kann gut sein. Bitte links halten. Geschwindigkeitsbegrenzung. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Kreisverkehr. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Puff. Kreisverkehr. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Gut. Der war leise. Ich wollte Chris erschrocken. Ja, ich hatte gerade Augen zu. Ach, noch einer hat ihm die Augen gefallen. Ja, weil gerade Strecke hier so langweilig. 70, ganz schön. Ja. Noch 400 Kilometer. Kreisverkehr. Am Kreisverkehr wird der Ausfahrt nehmen. Bitte links halten. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung.
Wo sind Jens? Der ist fast 600 Meter hinter uns. Nicht da, ich bin Griff. Ich hab gerade echt zu kämpfen in meinen Augen. Hängst du es auch so ruhig? Ich bin hinten dran. Ist aber nicht mal im Tab drin. Immer geradeaus. Sicherheitsabstand. Ja, großer Sicherheitsabstand. Ja, wir wollen doch nochmal sicher gehen halt, ne? Auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Oh, 300 Kilometer. 350. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeit. Doch. Geschwindigkeitsbegrenzung. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Oh fuck you, man. Ich hab ein Schild mitgenommen vom Kreisverkehr. Aber hat nicht geholfen, wach zu werden, also Augen zu wieder. Irgendwann werde ich schon im Ziel stehen von alleine. Und dann gibst du um. Ja, dann LKW müde und Spiegel kaputt. Was? Ach so. Amira hat jetzt auf dem Acker geguckt, wo Kühe ja stehen, die bunt sind, wetten. Ja. Dass ich jetzt wieder hab, bin ich so wieder weg. Wo abgerutscht. Warte, Bremsen. Biege nach rechts ab. Bei der Bayern-Bart ist nicht gehustet, wäre hier die Böschung hochgerast. Nein! Jetzt bin ich wach. Was, schönen Sonnenaufgang und ich kann davon nichts sehen, weil nee, meine Sonnenblende die Hälfte von meiner Frontscheibe versteckt. Naja, ist doch scheißegal. Den einen Tag bin ich auch alleine gefahren, bin dann auch irgendwie weggenickt und da war mal so gepoltert, ich bin wach geworden, wo stand ich mit einem Sonnenblumenfeld. Zingelbär, wenn man hat gepoltert, was ist denn jetzt? Hat die auf dem Feld.
gucke, denke, oh, aber richtig mitten im Sonnenblumenfeld. Nicht nur so an der Seite, sondern richtig mitten drin. Ich denke, das ist klasse. Coolen 80er helfen auch nicht hier, um fett zu bleiben. Halt, ich muss ja mal gucken, wie ich da wieder rausgekommen bin, rauskomme. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Das ist jetzt schön, von hier oben die Autobahn total weiß, das sieht schon geil aus. Eine Brücke. Ja. Bitte links halten. I'm driving around in my car, ja, genau. Fang jetzt, fang ich halb ein. Close your eyes. Und wenn ich jetzt Bett gehe, bin ich wieder putzmunter, ey. Jupp. Dann werden auch drei schon Fernseher geglotzt. Nee, ich guck dann immer noch auf Handy, bis ich dann irgendwann einschlafe. Ja, Musik. Lemon Tree. Oh, Kreisverkehr, ich mach das mal ohne Bremsen. Boah, ist das geil ohne Bremsen, Alter, ey. Schön mit 70 durchgeballert da gerade. Ich brauch den Kick, um wach zu bleiben bis zum Ziel. Aber und ganz knapp an die Schilder vorbeifährst in den Kurven, schaffst du locker. Mit 70 zumindest. Mit 80 weiß ja, ich nicht. 260 Kilometer noch. Geschwindigkeitsbegrenzung. 200 meinst du, nicht 100? Ich will 260. Also ich hab 160 verstanden. Nö. Ne. Das wäre schön, ey. Gibt es hier keine andere Musik? Kennst du die alles okay da hinten? Bei mir ist alles okay, ja, ja. Er kocht sich sein eigenes Süppchen da hinten. Boah, ist das hier von Hardcore Techno? Das ist recht zum Einschlafen, aus mit dem Mist. Hast du deine Aufnahme am Laufen, Kurs? Okay. Warum fragst du? Nee, dann hätte ich jetzt gesagt, aber... Gangverkehr dreimal. Genau deswegen, das gucke ich. Ach so. Okay. Deswegen bin ich jetzt auch gut so weit. Die Nachricht hast du ja gelöscht, Kurs, oder? Welche Nachricht? Die Nachricht von gestern Abend. Guck heute früh, Dicke, hä? Stand doch gestern noch was? Wir können uns denken, ja, ist bestimmt gelöscht. Uiuiui, Bremsen. Ja, er hat geschrieben, du bist doof. Und dann, oh Scheiße, wegmachen, bevor sie. Nee! Das ist. Ich glaube, ich das groß. Was denn? Habe ich dich jetzt ausgebremst? Nimm diese Ausfahrt. Na, was muss ja passiert sein, wenn er Hui Dank gesagt. Ich hab nur gesehen, dass er davor mal im Kreisverkehr stand. Und was ist passiert, Ghost? Okay. Nix. Also er fährt noch. Er ist noch hinter mir. Ah, Reiko, da war auch gleich neugierig, ja? Weg auch. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ach so. Leicht? Leicht ist übertrieben. Wieso war er später normal dann? Nö. Ja, doch, er kam dann abends, als ihr weg wart, kam er noch in Discord. Ach so. Er hat ein bisschen zu viel ins Glas geguckt. Na ja.
Was hat er gesagt? Was hat er alles getrunken? Oder wie viel hat er getrunken? Also wenn er dann noch LKW gefahren wäre, glaube ich, dann wäre er nicht heil angekommen. Ja, ich habe schon ein paar Mal im Bus gelandet. Gegenverkehr? Scheiße! Was jetzt? Nix, alles gut. Oh! Bist du in den Graben gefahren? Nein. Aber? Bin ich nicht. Hast dich gedreht? Nein. Sondern? Auf dem Parkplatz gerammelt. Oh, ich sehe es. Ich warte. Also doch auf den Acker. Und ob du da wieder rauskommst? Ach. Ich glaube, da kommst du nicht mehr raus. Eine Grenze. Ich warte auf euch. Ja, wir warten dann hier, falls Christian noch rauskommen sollte. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Vollgas bringt nicht, wie oft soll ich das dann noch sagen? Eben, weil da diese Kante ist. Hey, seht ihr, was machen die da oben? Hast du da ein Stück vor, Timo? Ha? Ein Stück vor? Ja. Das muss ich noch hinterpacken. Die vom Gas, Alter, dann muss noch. Komm, ich geh mal stöbern. Oh ne, das ist Jens. Na, er ist schon fast draußen. Wenn ich sag, warum. Ja, der Trailer liegt bloß noch auf. Motorfehlfunktion, ja, als Maul. Warte. Du hast bestimmt Schaden. Nö. Geht's, wenn ich komme noch mit meinem Ding. Noch dreht er sich. Also die Räder, ja, noch bewegen sie sich. Ja, bewegt sie auch. Soll ich abkuppeln, soll ich kommen? Na, bewegt sich Millimeter Stückchen, bewegt er sich raus, also. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, also weil der Trailer ja auch so tieflastig ist, der hängt ja da jetzt an der Kante fest. Aber er bewegt sich noch. Ja, ja. Ein Meter pro Stunde. ein Millimeter. Wie er sich hochreißt vorne beim Gas geben. Wenn er vom Gas geht, fällt er richtig runter, Alter. Na, gleich durfte es raus sein. Oh, schon, das schaffen wir. Ich hab Differentialsperre an. Und dann dreht sich die andere Achse nämlich mit hinten. Die wird dann mit angetrieben und dann geht's. Naja, du bist fast raus. Es ist ja noch weiter hochgegangen vorne, weil der Auflieger jetzt noch weiter aufsitzt. Na, die ersten Räder sind schon draußen, also auf dem Boden. Jetzt. Jetzt kommt jetzt er. Jetzt ist er raus. Siehst du, gibt nichts, was ich nicht schaffe. Jetzt muss ich bloß noch kurz fixen. Das war Glück gehabt. Wie bist du da drin gelandet? Oh, zu ich, sag nur, Auge. Aha, Guss ist am Naschen. Ich wollte sagen, am Maschen. Naschen, so rum.
Was nascht denn Penis? Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Soll nichts passieren? Hm. Schon klar, nix. So ein kleiner Gramm hält doch nicht meinen dicken Mercedes. Stück Schokolade. Meine Schwerlastmodi hier. Also Chips können nicht sein, für Chips sind zu leise. Hm, Kuchen. Mein Frosch hält auf jeden Fall. Gummibärchen. Hört ihr leider an, schon wieder mal knuspern. Eine grüne Firma an, Alter. So, los geht's, Freunde. Hammer! Ja. Jo. Hey, Chris, du... Du Besen! Du Besen! Habe dein LKW noch weggeschoben? Nee, Gott sei Dank nicht. Aber ich weiß was wegen dir gegen die Laterne gefahren. Ich dachte, ich bin schon vorbei, deswegen. Kann ich einfach dran vorbeiziehen? Hast du doch gesehen? Da fand die Rache wird spannend mit der Flycam. Nein, ist ja nichts passiert. Ja, hier dran. Ja, aber nur weil ich rübergezogen habe. Was ist hier los? Tja, der Fahrer kann ja nicht richtig. Na, hier ist ja nur ein Punkt, ne? Ja. Kann man schon mal rumlenken, dass der scheiß Blinker ausgeht. Der nervt mich. Ja, gemacht. Ich fahr langsam vor. Ja, mach ruhig. Stimmt, wenn wir schlecht hinter uns ist ein Fremder. Wer hupt hier? Ukrainer, hat er Pech. Geht ihr mitten im Kreisverkehr? Was macht der hier? Ja, wenn man nicht fahren kann. Sollte man es auf hier vorne steht mitten einer am Grab. Oh. Ja. Ich fahre mit 35 durch die Stadt. Ich glaube nicht, dass ich dann im Graben landen kann. Ist alles möglich, auch mit 35 km/h. So, jetzt habe ich euch nicht mehr im Tab. Nur noch den Chris habe ich im Tab. Ja, ja, ich fahr langsamer wegen die anderen, deswegen. Ja, okay. Ich schleiche hinter Chris hinterher. Mit 40 km/h oder so. Na, ich fahr 35. Ein Groß ist auch schon wieder hinter mir. So gut wie hinter mir. Ja, und die hier, die steht damit im Kreisverkehr oder was? Das ist kein Kreisverkehr, du Pflaume. Ach so. Nicht gerade. Ja, es hat nicht gesehen. Der eine steht mit seinem ohne Trailer im Graben und der andere. Nee, hier stehen zwei ohne Trailer im Graben. Biege nach rechts ab. Macht sich wahrscheinlich an.
Tja, da waren sie wohl zu schnell. Das hat sich der Jens. Was sagst du? Ist der Jens noch da? Ja, ja. Da, das ist doch noch Alter. Was jetzt? Ja, fährt hier mitten auf der Straße und dann auf meiner Spur, Vollidiot. Ah, 130 Kilometer noch. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Vielleicht fast eben gegen den Stern gefahren da. Ich bin so wieder am Tab. Alles klar, Chris, kannst du da beschleunigen? Nee, kann ich nicht. Also, wir abbiegen, ich sehe es gerade. Also, ich habe ja schon eigentlich die ganze Zeit beschleunigt jetzt, aber hast gar nicht mitgekriegt, dass ich schneller wurde, wa? Mhm. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Na, was machst du jetzt? Raucherpause. Oh. Ihr könnt ruhig weiterfahren. Sind da bloß noch 100 Kilometer. Ist gleich. Bis gleich. Den Traktor. Boah, nee, ich fahre mich ganz nicht vorne, blendet. Was bleibt hier denn? Wir sind auf dem Weg. Oh, ich sehe schon. Demnächst rechts abbiegen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nun die Ausfahrt rechts.
Bitte links halten. Rote Ampel, grüne Ampel. Immer geradeaus. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich sehe das Ziel. Ja, mein Tier, juhu! Hey! Da kommt eine rote Ampel! Jetzt ist sie grün! Timo, fahr geradeaus! Und die Bremsen! Du hast gehupt, deswegen wollte ich immer langsamer. Die Ausrede zählt ja nicht mehr, ich fahre ja nicht mehr am Laptop. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Demnächst links abbiegen. Komm. Biege nach links ab. Ach, da ist es. Ah, ja, okay. Immer geradeaus. Vorsicht, das ist hier eine enge Einfahrt. Ja. Demnächst links abbiegen. Sehr schön. So, wieder da. Und wir sind am Ziel. Schon am Ziel. Oh, da kommt einer und ich fahr einfach raus, alter Scheiße. Sorry. Boah. Ausgezeichnet, naja. Zu spät gesehen. Passt schon, sagt er, passt schon. Da ist ja nichts passiert. Die waren ohne Trailer, die haben bessere Bremsen. Oder auch nicht, eigentlich rutschte damit genauso oder noch schneller bald. Lass die Finger von Emanuela. Du kannst ruhig überholen hinter mir. Na jetzt nicht, weil ich bremse und hier irgendwo abbiegen muss gleich. Okay, everybody. Jo.
Noch 89 Meter, Kilometer meine ich. Komm gleich wieder. Oh. Du kannst überholen, ich fahre nur 70. Was ist hier los? Was soll los sein? Ein Falschfahrer. Der wollte falsch ab, der ist falsch abgebogen oder was? Der wollte auf der Ausfahrt drauf. Der fährt allgemein auf der falschen Spur. So, wieder da. Jo. Was hat der gesagt mit seinem Wintermod? Genau, ne? Noch 50 Kilometer. Nein, ich meine nicht du. Ich meine nicht dich. Vor mir fährt einer ohne Trailer, der dreht sich andauernd vor mir auf der Autobahn rum, der Vollidiot. Oh, 28. Hilft nicht, ich bin wach. What the fuck you doing? Ich sehe mein Ziel.
ihr noch alle da? Ja, klar. Ja. Okay. Ich bin jetzt gerade gleich erst am Ziel angekommen. Ja. Ja. Sagt der Wecker, ein kleines Tuch könnte man auch machen. Mal schauen. Ja, wenn du vorhin jetzt aufgestanden bist, auf jeden Fall. Ja, vorhin war ich mal kurz müde, jetzt bin ich wieder putzmunter. Oh, bei mir auch. Für mich ist es, glaube ich, vorher. Wenn ich da gleich im Bett bin. Zweimal Pinky im Tab. Pinky und Brain. Chef kommt, Platz machen. Ah, Kacke ist eigentlich, wenn das dunkel ist. Und allgemein, auch wenn das hell ist im Wintermod, kann man nicht mal schöne Bilder machen, ey. Da stehen sie alle schon wieder in Reihe und Glied. Ach, da hinten muss ich hin. Hallo ihr. Hallo du. Was ist denn das? Falsch rum. Wieso, kann man hier rumfahren im Kreis? Nee. Wieso denn hier rein? Rückwärts. Oh, leck mich, ernsthaft? Ja. Wie soll denn das gehen, so eng wie das hier ist? Ich muss jetzt erstmal rückwärts raus und umzudrehen. Oh, warte, ich bin weg. Warte, ich guck mal, ob du hier hinten lang kommst. Ich fahr mal schnell zur Werkstatt. Quatsch, ich wollte Gas geben und bremsen. Ich fahr doch nicht rückwärts, Mann. Ist das ein Quatsch, wa? Ich habe auch schon so rückwärts eingepackt. Ja, ich mein bloß, damit man so weit rückwärts fahren muss, ey. Du da hin, Mercedes, andere Seite.
Hallo Reiko. Siehst du perfekt mal, nicht mal ohne, nicht mal mit einmal extra vorfahren. Und warum fluchst du da vorher? Also ich hab nicht geflucht. Klar hast du geflucht. Jo, ich wollte bloß mal einen schönen guten Abend wünschen und nur mal einen schönen Gruß in der Straße bestellen. Danke. Ich bin über Handy mit Datenvolumen an Bord. Nee, jetzt gerade, weil ich bin gerade in eine Gästewohnung getrampelt. Also dann, schön, gute Fahrt noch und mach nicht mehr so lang. Nein, nein. Doch, Moment, mein Name ist Krachen, ihr habt ja noch frei alle, Mann. Also dann, macht's gut, tschüss. Tschüss, Reiko. Das ist doch cool, ne? Mercedes, Scania, Mercedes. Ich versuche mal ein Bild zu machen. Hab mein Motor jetzt ausgemacht. Ja, Zündung sollte eigentlich schon anbleiben. So. guck mal hinter uns, die Mauer hinter uns, ne? Hm. Ich zeig euch. Hä? Weggespackt. Wollt ihr doch bloß mal was gucken? Komm mal her, du hässlicher Bauarbeiter. Ja, ich sehe den. Was macht denn der? Sieht das, wenn der Laubsauger. Ja, der hat irgendwie so einen Sauger in der Hand oder so, der steht da, als wenn der Marsch gebumst werden will. Schwuli, Alter. Mein Mercedes ist zu dunkel. Hier steht er hinten ganz alleine. Er mag uns nicht mehr. Wer kommt hier? Bayern Bazi. Du musst noch neben Ghost stehen, denn ist das schön abwechselnd. Scania, Mercedes, Scania, Mercedes, Scania. Ja, dazu muss der Dauer noch herkommen. Jens, bewegt den Pöpske her. Hopp, hopp. Du kannst daneben, Chris. Achso, da fährt Bayern Bart hier rein. Ich wollte gerade sagen, habe ich nur eben noch ein Bild gesehen. Jetzt ist er weg. Ja, genau, gerade so rein in die Lücke noch. Schön, schön. Zünden wir mal. Bisschen weiter vor Bayern Bart. Genau. Das ist zu weit. So. Jo. Ja. Schön Zündung wenigstens anlassen. Ein schönes Foto. Dass man auch die schönen Lichter sieht. Und das Firmenlogo hier. Gott. Stark. Ja, die andere meine Schokoladenseite muss ja auch noch mit drauf sein. Meines. Jo, ich hab fertig.
Plupp, plupp. Irgendwer noch Rückwärtsgang drin. Ich nicht. Ich hab Motor aus. Hast du gar nicht. Der Motor ist rein. Du hast doch Licht an. Ach so. Nee, jetzt ist er erst an. Ich hatte nur Zündung angemacht. Ach so. Dass man die Lichter sieht, die nur mit Zündung an sind. Meiner aus. Jens, glaube ich, noch. Jens was? Und Timo, seiner. Was? Ist noch ein LKW. Läuft aus. Ausmachen. Sprit sparen. Greta, genau. Oh, ich den Namen schon höre, ey. Von der Greta. Was? Von der Greta? Machen wir jetzt hier Feierabend oder Also ich mache hier Feierabend. Ich wollte mir eigentlich. Also zumindest im Spiel. Eigentlich fix ein. Ding. Ja, einen anderen, also einen normalen, Dings noch. Arktros.